Guten Abend, Brandenburg. Ganz herzlich willkommen am Mittwoch. Ja, wir sind's wieder. An meiner Seite Christina Derlin für die Nachrichten. Guten Abend. Von wegen Sommerloch. Es passiert einiges im Land. Bei uns erfahren Sie alles Wichtige. Zunächst ein Blick auf einige unserer Themen. Streit über Asylpolitik. Rot-Rot gegen den eigenen Innenminister. Hochbegabt. Mit 14 Jahren reif für die Uni. Und ganz zu Hause Desiree Nick über ihr Brandenburg. Ja, die Flüchtlingspolitik sorgt für Streit in der rot-roten Koalition. Die Linke und die SPD-Fraktion kritisieren den eigenen Innenminister. Karl-Heinz Schröter hat in einem Interview mit der Bild-Zeitung Gutscheine oder Sachleistungen statt Bargeld für Flüchtlinge vorgeschlagen. So will er verhindern, dass noch mehr Armutsflüchtlinge zu uns kommen. Die Situation in den Unterkünften spitzt sich unterdessen weiter zu. Nach der Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt plant jetzt auch der erste Landkreis Zeltunterkünfte. Jana Wochnick. Die letzten Handgriffe, dann steht auch das dritte Versorgungszelt. Hier sollen kranke Flüchtlinge Ruhe finden. Die Männer vom Katastrophenschutz arbeiten schon den ganzen Morgen an der Unterkunft. Diese Leinwandzelte mit Stangengestell sind eben für längere Zeiten vorgesehen, weil sie stabiler sind. Das Wichtigste, das große Zelt für rund 90 Menschen, wird in wenigen Tagen von einem Privatanbieter aufgestellt. Mobile Duschen und WC um die Ecke, Campingplatzatmosphäre. Das soll aber in Bad Belzig nur eine Übergangslösung sein. Die Containerstadt ist einfach noch nicht fertig. Wir gehen davon aus, dass Eisenhüttenstadt wieder wöchentlich uns 30 Personen zuweisen wird. Und wir sind mit unseren normalen Baumaßnahmen noch nicht so weit, dass wir die Leute sofort in entsprechende Unterkünfte unterbringen können. Und deshalb diese Notlösung. Schon jetzt wissen die Behörden im Landkreis Potsdam-Mittelmark, dass ihnen weitere 400 Plätze für Flüchtlinge fehlen. Denn neue Hochrechnungen schätzen, bis Ende des Jahres kommen 18.000 Menschen in Not nach Brandenburg. Für sogenannte Armutsflüchtlinge schlägt jetzt der Innenminister Maßnahmen vor. Wir müssen die wirtschaftlichen Anreize herabsetzen. Wenn Armutsflüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern die Erstaufnahme verlassen, sollten sie statt Bargeld wieder Gutscheine oder Sachleistungen erhalten. Das kritisiert nicht nur seine eigene Partei. Die Grünen und auch der Koalitionspartner sind entsetzt. Wir möchten keine Gutscheine verteilen. Wir wollen, dass die Flüchtlinge alle gleich behandelt werden. Und das ist auch die Aussage aus dem Koalitionsvertrag. Während sich die rot-rote Koalition streitet, ringen die Kommunen um jedes Bett für die Menschen, ganz egal, woher sie und warum sie hierher gekommen sind. Asha Osman Mohamed flüchtete aus Somalia. Jetzt lebt sie im Asylbewerberheim Bad Belzig. Dass vis-à-vis noch einmal rund 100 Menschen in Zelten einziehen, findet sie in Ordnung. Niemand weiß besser, dass man sich über jedes Dach über dem Kopf freut. Gut, kein Problem. Ich finde das okay. Ich werde die Flüchtlinge gerne willkommen heißen. Doch auch die Ressourcen hier sind bald erschöpft. Der Landkreis will jetzt mit den Bürgermeistern nach Plätzen für Containerheime oder große Häuser suchen. Selbst die Erntehelferunterkünfte beim Spargelhof Jakobs sind ab September schon fest für rund 70 Flüchtlinge verplant. Ja, die vier, die sind schon ein bisschen länger hier in Brandenburg, seit 1981, um genau zu sein. Damals kamen sie aus Mosambik als Vertragsarbeiter in die DDR nach Mülrose. Das ist natürlich schwer zu vergleichen mit der Situation der Flüchtlinge heute. Aber auch sie haben sich hier erstmal sehr fremd gefühlt. Inzwischen sind aus den Mosambikanern echte Mülroser geworden. Markus Groß erzählt ihre Geschichte. Pedro Cibulle war der erste von ihnen, der Mitte 1981 nach Mülrose kam. Die DDR brauchte dringend Arbeitskräfte und das sozialistische Mosambik qualifizierte Facharbeiter. Nach 4 Jahren sollten die Männer gut ausgebildet zurückkehren und helfen, ihre Heimat aufzubauen. Die DDR nannte das sozialistische Bruderhilfe. Für die jungen Männer war das die Chance ihres Lebens, auch wenn der Anfang nicht immer leicht für sie war. Wir waren noch Junge gewesen und dann weg von zu Hause oder von Heimat und gleichzeitig so, dass man als einziger Farbiger war nicht so einfach. Mit der Sprache kamen auch die Freundschaften. So wie heutzutage gab es aber auch damals Vorbehalte gegen die Fremden. In der DDR war schließlich vieles knapp, nicht nur der Wohnraum. Von staatlicher Seite tat man aber alles, damit die jungen Menschen gute Facharbeiter wurden. Tausende Flugkilometer von der Hauptstadt des Landes, von Maputo entfernt. 25 junge Mosambikaner erleben ihre ersten Tage von insgesamt 4 Jahren in der DDR. Ende 1981 kamen noch einmal 15 Vertragsarbeiter nach Mülrose. An das Leben in der DDR und die strengen Hausregeln mussten sich alle aber erst einmal gewöhnen.
Ihnen gefällt es sehr gut bei uns hier in Mülrosa. Und Sie werden die nächsten 4 bis 5 Jahre sicherlich hier Ihre zweite Heimat finden. Ihre Zeit im Wohnheim haben die 4 aber trotzdem in guter Erinnerung. Das hat uns wirklich sehr viele geholfen. Sonst, wenn wir zu Hause wären, hätten wir keine Ausbildung nicht. Und ja, ich weiß nicht, was außer mir wäre. Vormittags mussten sie Deutsch büffeln, nachmittags ging es mit der Brigade in den Wald. Dort wurden sie zu Forstarbeitern ausgebildet. Hier in diesem Kiefernwald werden die Lehrlinge aus Mosambik lernen, den Holzreichtum ihres Landes zu mehren. Vor allem für das schwierige Harzen setzte man die kräftigen jungen Männer gerne ein. Vor 34 Jahren waren diese Fichten nur wenige Zentimeter groß. Brandenburger Wald, gepflanzt von mosambikanischen Händen. Da bin ich sehr stolz, dass wirklich so ein Wald geworden ist. Ja. Erstes Mal haben wir alles kaputt gemacht und nun haben wir wieder aufgeforstet. Und jetzt sieht man, dass denn auch was Vernünftiges rausgekommen ist. Neben der Arbeit half vor allem der Sport, den jungen Männern hier Fuß zu fassen. Die Mosis, wie man sie nannte, waren gefürchtete Gegner und gute Mitspieler. Hätte in den 80er Jahren in Mosambik nicht der blutige Bürgerkrieg getobt, wären sie gut ausgebildet zurückgegangen. Mit der Wende stellte die Bundesrepublik diese Form der Entwicklungshilfe ein. Die Vertragsarbeiter konnten aber bleiben. Wenn Sie heute an die Situation derer denken, die als Flüchtlinge kommen, dann, so glauben Sie, ist Deutschlernen das Wichtigste. Dass die Sprache erstmal beherrschen, dass sie kommunizieren können. Und dann kann mit den Leuten reden, die überall schimpfen oder was Falsches sagen. Sonst ist jeder verloren, der ihr die Sprache nicht beherrscht. In Mülrose grüßt die 4 heute jeder. Wären sie in diesen Tagen erst nach Deutschland gekommen, sie hätten es vermutlich schwieriger. Ja, damit sind wir bei den Kurzmeldungen angekommen. Da wird heute schweres Gerät aufgefahren. Mehr von Christina Derling. In der Uckermark hat die Bergung des Schwerlasttransporters begonnen, der gestern nahe der Ortschaft Wartin von der Fahrgamme abgekommen und die Böschung zu einem See hinuntergerutscht ist. Ein Transportunternehmen, eine Bergungsfirma und mehrere Feuerwehren sind seit dem Morgen im Einsatz. 3 Spezialkräne wurden angefordert, um den Auflieger des LKW und das 80 Tonnen schwere Turmsegment einer Windkraftanlage anzuheben. Feuerwehrleute haben ausgelaufenes Hydrauliköl gebunden. Die Verantwortlichen gehen im Moment von einem technischen Versagen des Anhängers aus. Der Schaden wird auf mehrere 100.000 € geschätzt. Wegen der Bergung bleibt die Landstraße zwischen Wartin und Sommersdorf voraussichtlich noch bis Mitternacht gesperrt. Die Stadt Potsdam treibt die Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes in Kramnitz voran. Einen entsprechenden Rahmenvertrag haben Vertreter der Stadt und der städtischen Unternehmen EWP und Entwicklungsträger Potsdam heute unterzeichnet. Ziel sei ein grüner Stadtteil Kramnitz, hieß es. Dieser soll weitgehend CO2-neutral sein, zum Beispiel durch 2 Blockheizkraftwerke, die mit Biogas betrieben werden. Die ehemalige Kaserne Kramnitz war durch umstrittene Immobiliengeschäfte des Landes in die Schlagzeilen geraten. Ein Untersuchungsausschuss des Landtages hatte sich 4 Jahre lang damit befasst. Der finanzielle Schaden, der den Stadtwerken Brandenburg an der Havel durch die Machenschaften ihres früheren Chefs Schwarz entstanden ist, wird ersetzt. Das haben die Stadtwerke auf Nachfrage von Brandenburg aktuell mitgeteilt. Von den etwa 1,1 Millionen Euro sei bereits ein Teil von Firmen beglichen. Der Rest werde bis November erwartet. Für 3 Jahre muss der frühere Chef der Stadtwerke von Brandenburg an der Havel ins Gefängnis. Das hatte gestern das Landgericht Potsdam entschieden. Schwarz wurde wegen Untreue und Bestechlichkeit in insgesamt 123 Fällen verurteilt. Er hatte überhöhte Rechnungen von Firmen aus der Kasse der Stadtwerke bezahlt und dafür Geld und Sachleistungen bekommen. Inzwischen haben die Stadtwerke hausintern umstrukturiert und eine Revision eingeführt, um ähnliche Fälle in Zukunft zu verhindern. Heute, auf den Tag genau vor 3 Wochen, ist der 6-jährige Elias aus dem Potsdamer Stadtteil Schlatz verschwunden, spurlos. Die großen Suchaktionen von Polizei und vielen Freiwilligen brachten bisher keinen Erfolg. Auch heute waren die Beamten wieder mit Spürhunden unterwegs. Gleich spreche ich hier mit dem Chef der Soko Schlatz, zuvor Sonja Lüning, über den aktuellen Stand der Ermittlungen.
Lagebesprechung in Potsdam. Dreimal täglich trifft sich die Soko Schlaz, tauscht sich über aktuelle Ergebnisse im Fall Elias aus. Insgesamt ermitteln rund 60 Kripo-Beamte, werten Videos von Überwachungskameras aus und überprüfen die vielen Hinweise. Wir haben derzeit 830 Hinweise, die wir bis auf 30 auch schon alle abgearbeitet haben. Bei manchen Hinweisen sind die Ermittlungen etwas intensiver zu führen. Es sind Zeugenvernehmungen darunter. Und manche sind auch schon nach der ersten Prüfung abzulegen, weil da kein zielführender Hinweis zum Verbleiben von Elias bei rauskommt. Die Soko Schlaz, Donna, schönen guten Tag. Seit ein paar Tagen gehen bei der Soko aber immer weniger Anrufe ein. Auch hier im Schlaz in der mobilen Wache kamen zuletzt weniger Menschen vorbei. Die Wache war kurz nach Elias Verschwinden eingerichtet worden, auch als Anlaufstelle für Hinweise. Gestern wurde die Stelle dann abgezogen. Wir sind jetzt nach dem Abzug der mobilen Wache mit verstärkten Streifen dort. Und natürlich haben wir auch zivile Ermittler, die im Rahmen der BAO, der Soko, hier noch im Schlaz tätig sind. Wie in den vergangenen Wochen suchte die Polizei auch heute wieder mit Spürhunden in ganz Potsdam, wieder ohne Erfolg. Im Schlaz ist man ratlos. Vor dem Bürgerhaus treffen sich heute ein paar der freiwilligen Helfer. Aktionen machen sie nicht mehr, die Suche ist beendet. 700 waren es mal, jetzt, drei Wochen später, treffen sie sich zum Reden. Diese Ungewissheit, was ist mit diesem kleinen Jungen, den man eigentlich schon seit Wochen auch wieder in den Armen seiner Mutter sehen möchte. Das ist das, was einen zermürbt. Man wünscht sich immer noch sehnlichst, diesen kleinen Jungen einfach irgendwie nach Hause bringen zu können. Schon während der Suche war Pfarrerin Ute Pfeiffer als Seelsorgerin für die freiwilligen Helfer da. Auch heute hört sie zu. Mir ist auch wichtig, dass gerade auch hier diese Hauptverantwortlichen, dass sie nicht sehen, die Suche war erfolglos, sondern sehen, was haben wir alles auf die Beine gestellt, um ihn zu finden. Und sie hoffen weiter, dass es doch noch irgendwo ein Lebenszeichen von Elias gibt. Uns im Studio begrüßt hier den Chef der Soko Schlaz, Michael Scharf. Guten Abend. Guten Abend, Herr Platt. Herr Scharf, ein Kind verschwindet spurlos. Es gibt keine Hinweise, niemand hat etwas gesehen. Das ist so schwer zu begreifen. Wie kann das sein? Ja, das ist die Frage, die uns auch seit nunmehr drei Wochen beschäftigt. Wie es sein kann, dass ein Kind verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wir sind nach wie vor ganz aktiv dran und ich kann Ihnen versichern, dass wir bisher alles getan haben, wirklich alles getan haben, um das Kind zu finden. Das heißt aber wirklich, Sie haben absolut gar keine Spur? Also wir haben natürlich Spuren, die ergeben sich zum einen aus Hinweisen aus der Bevölkerung, zum anderen auch aus den bisher geführten Ermittlungen. Wir haben zum Teil auch Hinweise bekommen, die sich decken, also die deckungsgleich sind. Diesen Spuren gehen wir verstärkt nach. Also die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt genau auf diese Situation, auf diese Fälle, mit dem Ziel, die Spur zu finden, die wir dann auch weiter verfolgen können, um zu wissen, wo sich Elias aufhält bzw. befindet. Können Sie da etwas genauer werden oder wollen Sie das aus ermittlungstechnischen Gründen erstmal nicht? Es gibt natürlich auch Spuren dabei, die ich jetzt hier nicht näher ausführen möchte. Das hängt einfach damit zusammen, die Ermittlungsrichtung jetzt nicht zu gefährden, die Ermittlungen nicht zu gefährden. Wir sind da noch guter Hoffnung und arbeiten weiter mit Hochdruck daran. Von was gehen Sie denn mittlerweile aus? Also wir gehen mittlerweile nicht mehr davon aus, dass sich Elias im näheren Umfeld, also in seinem Wohngebiet, aufhält oder befindet. Wir gehen auch nicht davon aus, dass er von sich aus weggelaufen ist, also den Platz gewechselt hat, ohne es zu bemerken. Auch mit Freunden ist er offensichtlich nicht mitgegangen. Wir gehen auch nicht von einem Unglücksfall aus, jedenfalls nicht in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse und auf den Punkt bringe, das heißt, es könnte ein Verbrechen sein. Oder Sie gehen sogar davon aus. Ja, wir müssen jetzt leider auch das Schlimmste vermuten. Auch das sind Dinge, die wir natürlich im Blick haben. Eine Straftat ist nicht mehr auszuschließen. Da sprechen auch unsere Erfahrungen natürlich maßgeblich mit rein. Das sind auch Ermittlungen, die wir jetzt führen, mit Hochdruck, mit unserer Sonderkommission. Wie lange werden Sie diese Ermittlungen führen, wenn Sie nicht weiterkommen? Oder kommt auch irgendwann der Punkt, wo Sie sagen, jetzt hören wir auf? Nein, also auch da muss ich ganz klar sagen und versichern, dass wir so lange weiterarbeiten, solange es erforderlich ist. Also die Hinweise, die bisher eingegangen sind, jetzt sind es 850 insgesamt, die haben wir weitestgehend abgearbeitet, etwa 40 sind noch offen. Die werden natürlich auch noch bearbeitet, bewertet und fließen mit in die Ermittlungen ein, auch in die Versionsbildung mit ein, die nach wie vor ein Thema für uns ist.
Und wir werden erst aufhören, insgesamt aufhören, wenn wir Gewissheit haben, was mit Elias passiert ist, wo er sich befindet, beziehungsweise was passiert sein könnte. Ganz kurz noch zum Schluss, falls jetzt doch noch irgendwo jemand einen wichtigen Hinweis hat, an wen soll er sich wenden? Ja, auch wenn wir jetzt die mobile Wache im Schlaz nicht mehr aktiv haben, gibt es nach wie vor unsere Internet-E-Mail-Adresse, die wir auch öffentlich bekannt gemacht haben. Und das Bürgertelefon, das ist die 0331 5508 1108. Ja, stellen wir dann auch noch mal auf unsere Online-Seite. Vielen Dank, Michael Scharf, Chef der Soko Schlaz. Danke für diese Informationen. Ja, bitteschön. Ja, was haben Sie gemacht, als Sie 14 Jahre alt waren? Vermutlich nicht das Abitur und wahrscheinlich haben Sie mit 14 Jahren auch kein Studium begonnen. Genau das unterscheidet Sie und auch mich von Konrad Lempert. Der Potsdamer Teenie ist hochbegabt und demnächst ist er wohl der jüngste Student in ganz Deutschland. Thomas Heinold berichtet. In diesen Tagen ist der große Hörsaal noch verwaist. Semesterferien, doch im Oktober geht sie wieder los und dann wird HPI-Direktor Meindl einen ganz besonderen Neuzugang begrüßen. Konrad Lempert, mit gerade einmal 14 Jahren der wohl jüngste Studierende der Republik. Beim Hasso-Plattner-Institut ist man sich sicher, dass der hochbegabte Schüler längst reif für die Uni ist. Nur am Online-Anmeldesystem wäre das Potsdamer Wunderkind beinahe noch gescheitert. Für Konrad war tatsächlich die Anmeldung insoweit ein Problem, als dass er nicht sein Geburtsjahr 2000 angeben konnte, sondern es ging bis das Auswahlmenü bis 1999. Das hat er uns dann sofort gemeldet, sodass wir in der Lage waren, an die entsprechende Stelle den Hinweis zu geben, Leute, da muss was dran geändert werden. Hier am Helmholtz-Gymnasium hat er gerade Abitur gemacht, wurde eingeschult mit 5, übersprang dann insgesamt 3 Klassen. Ein Ausnahmeschüler, dessen besondere Begabung sich längst bis zum Ministerium herumgesprochen hat. Wir sind sehr stolz auf ihn. Er ist in Potsdam zur Schule gegangen, an verschiedene Schulen gegangen, wurde dort individuell gefördert durch Lehrkräfte und hat dieses System zu durchlaufen. Und wir wünschen ihm viel Glück für seine Zukunft. Und vielleicht wächst ja da ein neuer Einstein heran. Wir wissen es nicht. Konrad selbst ist der ganze Wirbel langsam unheimlich. Mit seinem ersten Fernsehinterview will er daher lieber noch ein wenig warten und erst einmal warm werden mit den neuen Mitstudierenden. Der Fachschaftsrat jedenfalls hat fest versprochen, den Altersunterschied nach Möglichkeit zu ignorieren, wenn es im Oktober losgeht mit der traditionellen HPI-Willkommensparty. Grillen werden wir auch. Wir haben ja eine gemütliche Seeterrasse und da laden wir dann dazu ein, abends noch ein bisschen was zu essen. Bei der Frage, wie ist das, wenn die Studenten in die Kneipe gehen, weil sie volljährig sind, auch ein Bier bekommen und den Konrad mitnehmen wollen, das muss der Konrad selbst entscheiden. Doch wer ein 1er-Abitur mit 14 macht, ist vermutlich auch klug genug fürs ganz normale Leben. Konrad weiß offenbar schon, was er tut. Seine Kindheit jedenfalls hat der Neuzugang im HPI in 3 Monaten dann sicher hinter sich. Ja, dafür aber sicher eine spannende Zukunft auch vor sich. Christina noch einmal mit weiteren Kurzmeldungen. Immer mehr ältere Menschen gehen arbeiten. Das geht aus einer Studie des Bundesamtes für Statistik hervor. Sie heißt Generation 65 plus in Deutschland und wurde in Berlin vorgestellt. Den Angaben zufolge gingen im vergangenen Jahr rund 14% der 65- bis 69-Jährigen einer Erwerbstätigkeit nach. Damit hat sich die Zahl innerhalb von 10 Jahren mehr als verdoppelt. Ein Großteil der Senioren arbeitet demnach selbstständig oder hilft bei Aufgaben etwa im Familienbetrieb. Außerdem sind ältere Menschen auch in anderen Lebensbereichen heute sehr viel aktiver als noch vor wenigen Jahren. Insgesamt gehörte im vergangenen Jahr jeder 5. in Deutschland zur Generation 65 plus. Einem Pflegeheim in Wiesenburg im Kreis Potsdam-Mittelmark droht die Schließung. Wegen schwerer Mängel hat das Landesamt für Soziales dem Betreiber die Weiterführung untersagt. Sollte bis Ende Oktober kein neuer Betreiber gefunden werden, müsse die Einrichtung endgültig schließen. Bis dahin sei sichergestellt, dass die verbliebenen Pflegekräfte die 29 Heimbewohner gut versorgten, hieß es. Laut Sozialministerium waren bislang alle Versuche gescheitert, die Situation dort zu verbessern. In Frankfurt-Oder gibt es 5 Tage lang eine sogenannte Stadtrallye. Dabei ziehen mehrere Initiativen kreuz und quer durch die Stadt, um mit neuen Medien alte Geschichten einzusammeln. Jugendliche und alteingesessene Frankfurter gehen gemeinsam in der Oderstadt auf Entdeckungsreise. Das ist eine stillgelegte alte
Lehmgrube. Mit den Jahren hat sich hier Wasser angesammelt. Ausgerüstet mit Tablet, GPS und Mikrofon dokumentieren Mehrgenerationenteams ihre Lieblingsorte, die in keinem Reiseführer stehen. Wie zum Beispiel hier der Botanische Garten Frankfurt-Oder. Da hört man auch immer wieder Geschichten, wo die Leute persönlich erlebt haben, wo man gedacht hätte, wow, das ist einmalig. Die Stadtrallye haben wir Drina-Studenten organisiert. Am Ende soll eine digitale Landkarte Frankfurts entstehen, die im Internet abrufbar ist. Velten bekommt einen Hallenspielplatz. Nach 3 Monaten Bauzeit wurde heute Richtfest gefeiert. Diese Veltener Familie investiert 2 Millionen Euro in das Projekt. Fördermittel gibt es nicht. Auf 2000 Quadratmetern sollen Kinder hier künftig toben oder basteln können. Einen gastronomischen Bereich soll es auch geben. Die Eröffnung ist für Dezember geplant. Wegen einer Tätlichkeit muss Fußball-Drittligist Energie Cottbus 3 Spiele lang auf Frédéric Curé verzichten. Diese Sperre gab das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes heute bekannt. Der Stürmer hatte vergangenen Sonntag beim 2:0-Sieg der Lausitzer gegen den Halleschen FC die rote Karte gesehen. In Berlin haben die Wettkämpfe der 14. europäischen Maccabi-Spiele begonnen. Bis zum 5. August kämpfen in den Sportanlagen rund um das Olympiastadion jüdische Sportler aus 38 Nationen um Medaillen. Es sind die ersten Maccabi-Spiele auf deutschem Boden. Eingeladen zum Zuschauen sind alle Sportfans. Der Eintritt zu den Wettkämpfen ist frei. Gestern Abend waren die Spiele in der Waldbühne feierlich eröffnet worden. Desiree Nick, ich persönlich hätte die nach Berlin gesteckt, da wurde sie auch geboren, da ist sie aufgewachsen, dort steht sie auf der Bühne und da läuft sie über die roten Teppiche. Sie ist aber seit kurzem eine von uns. Sie hat sich für Brandenburg entschieden, ist nach Falkensee gezogen und da kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Mein Brandenburg heute mit Desiree Nick, Kabarettistin, Entertainerin und auch ihren Titel als Dschungelkönigin wollen wir hier nicht vergessen. Jacqueline Piwon hat sich mit ihr getroffen. Brandenburg ist für mich ganz einfach Heimat. Falkensee ist wahnsinnig entspannt. Sehr, wie die Engländer und Amerikaner sagen, laid back. Also richtig easy going. Da fällt niemanden ein, sich aufzubrezeln, um Müll runterzubringen. Ne? Oder sich schick machen, weil ich zum Bäcker gehe. Also jeder gibt sich da so, wie er im Grunde wirklich ist. Unbeobachtet, ganz privat und muss auch dem Nachbarn nichts beweisen. Das mag ich sehr. Vor allem dieses Grün, dieses endlose Grün und diese versteckten Seen. Es ist ein Paradies, ist den Leuten gar nicht so bewusst. Ich halte Falkensee für einen gigantischen Geheimtipp. Aus der Pistole geschossen habe ich gesagt, wenn ich was erzählen soll über Brandenburg-Falkensee, dann bitte hier im Hexenhaus. Ja, denn das ist ein Geheimtipp. Jetzt natürlich nicht mehr. Es ist ein einmaliges Kleinod. Ich dachte erst, da hat Babelsberg eine Kulisse aufgedreht, um hier eine geskriptete Soap zu drehen. Ich dachte, das kann doch nicht echt sein. Es ist ja sehr modern geworden, aufs Land zu ziehen. Und was für mich das Amüsement dabei auch ist, man fährt um dieses erste Rondell, ja, Falkenhagener Chaussee, und da ist eine andere Tonart, eine andere Gangart, ein anderes Tempo und eine andere Luft. Ich habe da so meine Ecken, wo ich immer wieder gerne hingehe, um einen Kaffee zu trinken, abends was zu trinken, was zu essen. Und da ist schon eine große und enge Verbundenheit da. Die haben sich irrsinnig gefreut. Also ich glaube, ich bin die berühmteste Falkenseherin. Aber um noch mal das aufs Negative zu kommen, naja, für mich ist eine Umstellung, dass ich meine Mülltolle alle 2 Wochen alleine an Straßengraben rollen muss. Was meinen Sie, wie das aussieht auf den hohen Haken, ja? Und dann auch noch die Papiertonne, aber immer versetzt. Also die kommt dann die andere Woche. Gestern habe ich es vergessen. Ich mag hier das sehr Authentische. Ne? Hier hat man nicht so das Gefühl, dass jeder zeigen will oder wer sein will. Das ist, hier wird man in Ruhe gelassen, es ist entspannt, es ist sehr relaxed und das finde ich wunderbar. Es kommt mir sehr, sehr entgegen, weil ich weiß, wenn Show ist und ich weiß aber auch, wenn Show vorbei ist. Und wenn Show vorbei ist, mag ich überhaupt nicht, überhaupt keine Show.
Ja, unsere Show ist noch nicht vorbei. Morgen dann in unserer Serie der nächste Teil, Mein Brandenburg, Prominente erzählen. Dann mit Katharina Frank, Sängerin der Rainbirds. Zum Wetter. Joana Jambor ist heute auf dem Bau unterwegs bei den richtig harten Jungs und Mädels. Wettermäßig hat das natürlich heute gepasst. Hier sind die Aussichten. Wir sind heute zweifellos auf der bestgelaunten Baustelle Brandenburgs. Warum ich da so sicher bin? Wir sind im Launepark in Rathenow. Wir haben sonnengelbe Farbe und wir haben diese Bauherrin mit folgendem Schlachtruf. Wir wollen Sonne! Seit 2011 treffen sich in den Sommerferien Kinder, um eine kleine Welt nach ihrem Geschmack zu errichten. Die Kinderstadt Rathenow. Hier ist klar, wer den Ton angibt. Tobias, wie behält man so eine Baustelle im Griff, so wie du das machst? Ach, einfach gechillt bleiben. Gechillt bleiben? Wie ist denn das Wetter diese Woche beim Bauen? Also eigentlich sehr gut. Wir kriegen zwar manchmal ein paar kleine Schauer, aber das ist nicht schlimm. Sag mal, was ist denn die Stadt der Kinder? Also das sind halt Häuser, die die Kinder selber gebaut haben und halt alles drum und dran, was zu einer Stadt gehört. Oder zu Rathenow, wie zum Beispiel der Bismarckturm da hinten. Was glaubst du, was kommt denn für ein Wetter jetzt? Also, ich würde mal sagen, heute könnte es noch gut werden. Also, wir haben ein bisschen Hoffnung, aber könnte auch ein bisschen regnerisch werden. Aber wir haben noch Hoffnung. Ja, aber ich glaube, ich könnte auch noch ein bisschen Wasser holen zum Pinsel auswaschen, weil ich jetzt Ihnen beim Blau helfen möchte. Das finde ich gut, dass du hilfst. Dann habe ich das unter Kontrolle. In der Nacht könnte es für die Holzhäuser aber gefährlich werden. Heftige Böen fegen über das Land bei 10 bis 12 Grad. Auch morgen ist Vorsicht geboten. Starker Wind und Regen im Westen sorgen für einen stürmischen Donnerstag. Was entsteht hier, Jette? Also eine Kräuterspirale. Da werden so ganz verschiedene Kräuter eingepflanzt, je nach Größe. Also die ganz viel Licht brauchen, kommen ganz nach oben. Ja. Die ein bisschen feucht brauchen und ein bisschen nicht. Die kommen hier so hin und die ganz viel Feuchtes brauchen, ja. Die kommen nach unten zu den Teich. Da sind wir schon mitten beim Wetterthema eigentlich, oder? Ja. Was braucht denn das für ein Wetter jetzt, die Kräuterspirale, die nächsten Tage? Sonne und Regen, also alles gemischt. Frau Braunschweig, einiges zu tun in diesen Tagen, aber die Motivation ist enorm, oder? Die Motivation ist extrem enorm bei den Kindern. Ja. Ja. Total kreativ und lustig in diesem Jahr, unsere Kinder. Sehr schöne Blümchen. Die sind für mich in der Bugastadt. Ich danke. Und dafür gibt's gutes Wetter. Ich versuch's. Das Wetter wird besser. Bis auf 27 Grad am Sonntag gehen die Temperaturen rauf. Es bleibt trocken. Wir brauchen dich jetzt noch, damit du auch mal eine Einladung aussprichst. Jeder kann auch hierher kommen, oder? Ja, kann. Na dann? Also, hier, sobald wir hier fertig sind, da kann dann jeder Erwachsene hierher kommen. Alles klar. Also so ab Samstag. Also Tobias hat hier die Baustelle im Griff und ich passe auf das Wetter auf. Wa? Ich würde auch gerne mal tauschen, aber ja. Dann machen wir das jetzt sofort. Ja. Ja, ich traue das Joana sogar zu. Das würde dort einen richtigen rosa Palast geben. Ja, vielen Dank. Zum Schluss schauen wir noch mal schnell in den Spreewald. Hans-Jörg Mees hat uns über die Brandenburg aktuell App dieses Foto geschickt. Blaue Hortensien im Spreewalddorf Lede. Vielen Dank. Ja, das war's von uns für heute, aber bleiben Sie dran, denn bei uns geht's spitzmäßig weiter. Ja, ganz genau. Kai Pflaume erwartet Sie nämlich um 20.15 Uhr zu Spiel und Spaß mit Das ist Spitze, gleich nach der Tagesschau. Ja, und um 21.45 Uhr erwartet Sie dann Reiko Thal zu RBB aktuell, darin dann auch mehr über Windows 10, was Sie wissen sollten. Ja, Ihnen allen einen entspannten Abend. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Erneut haben Flüchtlinge in Chemnitz für eine schnellere Antragsbearbeitung demonstriert. Behördenzusage, Asylverfahren sollen jetzt deutlich beschleunigt werden. Hoffnungssignal, Harmona in Klingenthal macht weiter. Erfolgstenor, Kammersänger Peter Schreier wird 80. Der MDR Sachsenspiegel, heute mit Anja Köbel. Guten Abend. Asylbewerber in Deutschland sollen recht schnell wissen, ob sie im Land bleiben dürfen.
eigentlich. Doch statt 3 Monate dauert es oft 5 oder noch länger. Einzelne Flüchtlinge aus Syrien und Irak warten in Sachsen sogar schon 14 Monate auf einen Bescheid, wie es mit ihnen weitergeht. Und genau deswegen campen 25 Asylsuchende seit Anfang vergangener Woche vor der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz. Heute sollte es mit Unterstützung aus der Politik ein Ergebnis geben. Dank für die grüne Landtagsabgeordnete Petra Zeiss, als sie die Nachricht über beschleunigte Asylverfahren überbrachte. Seit 9 Tagen schon engagiert sich die Politikerin für die Belange der protestierenden Flüchtlinge in Chemnitz. Sie fordern nach vielen Monaten des Wartens eine Entscheidung über ihren Asylstatus. Am Vormittag dann kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung zu einem Gespräch zwischen Mitarbeitern des Bundesamtes und den Flüchtlingen. Das konnte für mich zumindest jetzt auch glaubhaft versichert werden und glaubhaft gemacht werden, dass die Situation der insbesondere eben aus Syrien und dem Irak stammenden Kriegsflüchtlinge in Bälde, ohne sich jetzt auf den Tag genau festzulegen, geklärt wird. Nach dem Treffen berichteten die Teilnehmer über eine sachlich freundliche Gesprächsatmosphäre. 100 neue Mitarbeiter würden unterdessen dafür sorgen, dass Bearbeitungszeiten verkürzt werden. Für Ahmed Ali Tassin bedeutet das, dass er nach 10 Monaten Wartezeit in rund 4 Wochen auf eine Entscheidung über die Stichhaltigkeit seines Asylantrags hoffen kann. Ich habe gehabt 2 Möglichkeiten. Eine Möglichkeit in meinem Land bleiben und tot oder kämpfen mit diesen Kriminellen oder die nächste oder draußen geht. Oder. Die Anerkennungsquote für Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien liegt derzeit bei über 90%. Damit die Zahl der wartenden Asylbewerber abnimmt, soll angeblich auch bald in Leipzig eine Anlaufstelle des zuständigen Bundesamtes geschaffen werden. Es ist ja jetzt avisiert für den Sommer, Ende Juli, Anfang August, dass die 2. Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig eröffnet. Hier haben wir heute die Information bekommen, dass auch dort bis zum Jahresende dann eine Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge eingerichtet wird. Nach den Zusagen, die Asylverfahren zu beschleunigen, wurde das Chemnitzer Protestcamp am Nachmittag friedlich abgebaut. Ja, und während sich viele dafür stark machen, den Flüchtlingen in Sachsen eine faire Chance zu geben, gibt es auch jene, die zeigen, dass sie genau das nicht wollen. Erneut ist das bezugsfertige Asylbewerberheim in Dresden-Stetsch Ziel eines Angriffs gewesen. Und auch in Lunzenau bei Chemnitz gab es Sachbeschädigungen. Kurz vor 4 heute Morgen bemerkt eine Streife bei einer Kontrollfahrt, dass der Keller dieses Hauses unter Wasser steht. In allen Etagen waren die Wasserhähne aufgedreht und teilweise auch die Armaturen entwendet worden. Der Sachschaden noch nicht bezifferbar. Es ist eine große Schande. Die Stadt, die tut das renovieren, das kostet die ganz viel Geld. Und die Asylanten, die müssen ja irgendwo hin. Das operative Abwehrzentrum der sächsischen Polizei hat sich nun eingeschaltet. Von einem fremdenfeindlichen Hintergrund könne man aber noch nicht abschließend sprechen, da auch Metalldiebstahl in Frage käme, hieß es. Indes wurde in Dresden-Stetsch erneut eine Flüchtlingsunterkunft beschädigt. Wenige Stunden vor dem Bezug ist in einem Raum zum 2. Mal eine übelriechende Flüssigkeit verspritzt worden. Diesmal Buttersäure, wie das operative Abwehrzentrum am Nachmittag bestätigte. Das Heim war bereits am Wochenende Ziel von Angriffen geworden. Ungeachtet dessen zogen am Nachmittag rund 30 Flüchtlinge ein. Unterdessen mehren sich die Kritiken an der Zeltstadt in Dresden, die Platz für über 1000 Menschen bieten soll. Beim Verein Dresden für alle hieß es, dass die extrem beengte Unterbringung in Zelten weder hygienisch noch sozial zu verantworten sei. Der Sächsische Flüchtlingsrat forderte zudem eine regelmäßige Müllentsorgung. Und zwar im Interesse der Gesundheit von Geflüchteten und Helfern. Dies könne nicht die Aufgabe des DRK sein. Hier sei das Innenministerium auch selbst in der Pflicht. Ja, auch wenn die Bedingungen zum Teil schwierig sind für die Flüchtlinge, ist es das Beste, was sie seit Wochen und Monaten erleben können. Ihre Ankunft hier in Sachsen ist das Ende einer Odyssee und der Beginn neuer Hoffnung. Das gilt auch für jene, die illegal hierher kommen. Und genau um die soll es jetzt bei uns gehen. Oder vielmehr um jene, die ihre Flucht erst einmal beenden. Die Polizisten. Wir wollten wissen, wie ihr Alltag aussieht und sind einen Tag lang mit auf Streife gegangen. Ein ganz normaler Tag für Apollo 341. Thomas Mies und Patrick Thomas von der Bundespolizei kurz nach Sonnenaufgang in Lauerstellung auf der A17 an der deutsch-tschechischen Grenze. Viele kommen an, haben ja nichts mal was zu essen oder zu trinken
gerade jetzt in der letzten Zeit, wo das so warm war, also die sind dann auch stellenweise schon auf dem Zahnfleisch hier angekrochen. Letztendlich sind sie froh, dass sie jetzt quasi geregelt in Obhut genommen werden. Auch wenn die klassischen Schleuserfahrzeuge eher Transporter mit abgedunkelten Scheiben sind, immer öfter finden die Polizisten in den großen Fernbussen illegal Eingereiste. Deshalb muss auch dieser Fernbus Apollo 341 auf den nächsten Rastplatz folgen. Gut, dauert noch einen Moment. Einem Insassen fehlen schon mal die Reisedokumente. Nach der Abfrage in der zentralen Datei ist für 4 weitere Businsassen die Reise vorzeitig zu Ende. Als nächster wird ein Opel älteren Baujahrs mit ungarischem Kennzeichen auffällig. Neben Serbien und dem Kosovo kommen international agierende Schleuser immer öfter auch aus Ungarn. Nordpol Otto, Viktor Otto, Zeppelin Anton, Kaufmann. Eine Überprüfung der Papiere klärt, keine negativen Einträge. Kurz nach 8 ein Anruf aus der Zentrale, ein Großeinsatz. Ja, wir werden jetzt auch in eure Richtung kommen, tun wir noch mal genau sagen, wo ihr seid. Ein Anwohner hat eine verdächtige Personengruppe gemeldet. Soll sich um 10 mal afghanisch männlich, eine hochschwangere Frau, 5 oder 7 männliche iranische Staatsangehörige und 3 Kinder. Mit Unterstützung von Zivilfahndern geht es jetzt zu einem Waldstück an der B170 bei Altenberg. Alle verfügbaren Fahrzeuge sind im Einsatz. Auch aus der Luft kommt Verstärkung. Wie so oft wurden auch diese Flüchtlinge ihrem Schicksal überlassen. Tatsächlich ist eine hochschwangere Frau mit ihren 2 Kindern darunter. Offensichtlich war es ihrem Schleuser hier am Stadtrand von Altenberg zu heiß geworden. Wir haben noch versucht, im Wald ihre Dokumente aus vermutlich Ungarn zu vernichten mit einem Feuer. Und der Hubschrauber ist noch gekommen, weil vermutlich oder eventuell noch Personen abgängig sind, dass die Gruppe größer gewesen ist. Die Befragungen ergeben, die Gruppe ist in Ungarn in einen Schleuserbus gestiegen. Wegen der nun fehlenden Papiere müssen alle bei der Bundespolizei in Bergisch Hübel ihre Fingerabdrücke hinterlassen. Die Personen werden erkennungsdienstlich behandelt, um dies zweifelsfrei festzustellen. Und im Anschluss gehen wir in die Vernehmung, weil dort wollen wir feststellen, wer steckt eigentlich hinter so einer unerlaubten Einreise. Denn das sind in der Regel Schleuserorganisationen, an die wir heran wollen. Insgesamt sind es 22 Personen, die in dieser einen Schicht von der Bundespolizei aufgegriffen wurden. Ja, die 341 verlässt jetzt wieder den Abschnitt 100 und begibt sich wieder in den Abschnitt 300. Ein ganz normaler Tag für Apollo 341. Jetzt wechseln wir das Thema. Es gibt mehrere gute Gründe, mit der Bahn zu fahren. Kein Stau, Bequemlichkeit, die Möglichkeit, mit der Familie zu spielen, Schnelligkeit. Und wenn es nach der Deutschen Bahn geht, wird das alles noch viel besser. Ende des Jahres soll eine, ja, man kann fast sagen, neue Ära des Bahnfahrens beginnen. Von Leipzig oder Halle nach Erfurt. Und zwar, wenn die Neubaustrecke eröffnet wird. Doch eine Brücke stellt sich quer. Die Saale-Elstertal-Brücke, frisch gebaut, doch freie Fahrt gibt es noch nicht. Und so, ja, so langsam rennt die Zeit davon. Die Saale-Elstertal-Brücke und ein ICE schießt darüber hinweg. Eine Testfahrt ist das auf einem eigentlich faszinierenden Bauwerk. 8,5 Kilometer Schiene auf einer Brücke, die längste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Sie ist Teil der neuen Strecke, die ab Ende des Jahres Leipzig und Halle mit Erfurt verbinden soll. In nur 30 Minuten, denn blitzschnell, mit Tempo 300 wäre man unterwegs. Wenn es da nicht das Eisenbahnbundesamt gäbe, das verweigert der Brücke aktuell noch die Genehmigung wegen ihrer Bauart. Das hier verwendete System unterscheidet sich erheblich von herkömmlichen Konstruktionsweisen und weicht von den anerkannten Regeln der Technik und eingeführten technischen Baubestimmungen ab. Das Problem ist der Untergrund, auf dem die Gleise liegen. Normalerweise ist das Schotter, der federt Stöße ab. Alternativ können Gleise auch, wie bei der neuen Brücke, auf Beton liegen. Doch dieser muss mit Stahlstäben verstärkt werden und die fehlen der Highspeed-Brücke. Ein Problem. Für einen Teil dieses ganz komplizierten Unterbaus liegt die Genehmigung wohl nicht vor. Soll jetzt in Absprachen erreicht werden. Und da geht das Problem los. Experten müssen nun prüfen, ob die Technik trotzdem sicher ist für die nächsten 100 Jahre. Die Bahn nennt ihre Bauweise innovativ, räumt aber ein, man betrete damit Neuland. Wir haben hier eine Konstruktion, die bei der österreichischen Bundesbahn schon seit längerem eingesetzt wird, die auch schon auf über 100 Kilometern Strecken
hier eingesetzt ist, aber die auf den Brücken bisher in Deutschland keine Zulassung hat. Ende der Woche erwartet die Bahn erste Ergebnisse eines unabhängigen Gutachtens. Vielleicht muss die Brücke danach doch mit Stahl verstärkt werden, um genehmigt zu werden. Der Zeitplan sei angespannt. Man halte aber am Eröffnungstermin fest. Offener Strafvollzug für jugendliche Straftäter. Eine Alternative zum tristen Gefängnisalltag. Ein solches Projekt gibt es schon seit mehreren Jahren am Stürmthaler See bei Leipzig. Das sogenannte Seehaus ist offenbar so erfolgversprechend, dass noch mehr Plätze geschaffen werden sollen. Doch der damit verbundene Umzug nach Neukieritzsch erzeugt Ängste bei den dortigen Bewohnern. Aber ihr Bürgervotum gegen das Projekt wurde wegen Formfehlern für ungültig erklärt. Gestern Abend nun musste deshalb der Gemeinderat über das umstrittene Seehaus abstimmen. Neukieritzschs Bürgermeister kam gestern Abend verspätet in die öffentliche Gemeinderatssitzung. Er musste erst das Urteil des sächsischen Oberverwaltungsgerichts abwarten. Die Gegner des Seehausprojekts hatten vergeblich versucht, per Gericht die Abstimmung aufzuhalten. Viele Bürger waren gekommen, um zu sehen, ob ihre Gemeinderäte so abstimmen wie sie, also mehrheitlich gegen das Seehaus. Ich möchte sehen, ob der Bürgerwille akzeptiert wird oder nicht. Und ich möchte mal sehen, was jetzt rauskommt nach dem Bürgerentscheid. Vor ihnen haben sie wohl Angst. Junge Straftäter, die den Rest ihrer Haftzeit in einer offenen Wohngruppe verbringen sollen, nach strengen Regeln, als eine Art Resozialisierung. Am Stürmthaler See gibt's das schon, aber das Objekt ist zu klein, muss zum Jahresende verlassen werden. Deshalb plant der Verein Seehaus einen Neubau am Ufer des Hainer Sees. Die Neukieritzscher hatten sich im Juni beim Bürgerentscheid mit Nein gegen das Seehaus entschieden, aber die Formulierung war nach der sächsischen Gemeindeordnung falsch, der Bürgerentscheid ungültig. Die sächsische Gemeindeordnung sagt klar und deutlich, dass wenn ein Bürgerbegehren nicht angenommen ist, und es ist nun mal nicht angenommen, wenn die Mehrheit mit Ja ankreuzt, dass dann der Gemeinderat darüber zu befinden hat. Ob das eine glückliche Lösung ist, in dem Fall würde ich sagen, ist es keine glückliche Lösung. Den Gemeinderäten war es unwohl, vor den Anwesenden abzustimmen, deshalb mussten alle Zuschauer den Saal verlassen. Als das Ergebnis verkündet wurde, dass die Räte mehrheitlich für das Resozialisierungsprojekt stimmten, waren Wut und Enttäuschung groß. Es ist ungehörig, dass ein Gemeinderat von, ich weiß nicht wie vielen nur dafür gestimmt haben, mehr zu sagen hat als der Bürger von Neukieritzsch, Karnsdorf, und ich bin einfach nur wütend. Der Bürgerentscheid war eindeutig. Ich muss mich heute über das Ergebnis nur wundern. Es ist unverständlich und passt eigentlich nicht in die Zeit der Demokratie. Heute Morgen in Bonn treffen sich die 5 Bürgermeister des Zweckverbands Witznitzer Seen. Weil Neukieritzsch gestern Abend für das Seehaus gestimmt hatte, kann nun abschließend grünes Licht gegeben werden. Dem Bau steht nichts mehr im Wege. 2016 schon soll das Haus am Hainer See bezogen werden und Platz für maximal 21 Straftäter bieten. Neue Kaimauer. Mit einem symbolischen ersten Rammschlag wurde die Modernisierung des Hafens Torgau an der Elbe eingeleitet. Neben dem Bau einer neuen Kaimauer werden Gleisanlagen, Straßen und Beleuchtung erneuert. Außerdem bekommt der Hafen einen Hydraulikkran. Insgesamt werden bis zum Jahresende rund 9 Millionen Euro investiert. Geständnis. Im sogenannten Schwanenteich-Mordprozess haben die beiden Angeklagten zugegeben, einen 28-Jährigen aus Mittweida vorsätzlich getötet zu haben. Der 23-jährige Angeklagte hat gestanden, im November vergangenen Jahres mehrfach mit einem Messer auf das Opfer eingestochen zu haben. Seine 21 Jahre alte Freundin will einmal zugestochen haben. Als Motiv nannte sie Angst, weil ihr Ex-Liebhaber sie damals geschlagen und bedrängt habe. Keine zweite Amtszeit. Die Rektorin der Universität Leipzig, Beate Schücking, darf nicht erneut für die Leitung der Hochschule kandidieren. Der mehrheitlich vom sächsischen Wissenschaftsministerium besetzte Hochschulrat will sie nicht zur Wiederwahl vorschlagen. Die 59-jährige Schücking ist seit 2011 Rektorin und hatte sich in der Vergangenheit gegen Sparauflagen des Ministeriums zur Wehr gesetzt. Der Studentenrat sprach von einem undemokratischen und intransparenten Verfahren. Tausendstes Baby aus Chemnitz-Rabenstein. Die kleine Milena wog bei ihrer Geburt 3250 Gramm und ist 52 Zentimeter groß. Sie erblickte schon Anfang der Woche das Licht der Welt. Das DRK-Krankenhaus in Chemnitz konnte das Geburtenjubiläum einen Monat früher als im vergangenen Jahr feiern. Es steht damit an der Spitze im Regierungsbezirk Chemnitz.
Mit dem Thema Prostitution beschäftigen wir uns ja nicht so oft. Und genau das ist falsch, findet die Landtagsabgeordnete Eva Jenigen. Damit meint sie aber nicht uns, sondern die Staatsregierung in Sachsen. Denn im Herbst wird der Bundestag voraussichtlich das Gesetz zur Prostitution verändern. Und das hat dann ja auch Auswirkungen in Sachsen. Also ginge es darum, sich schon jetzt Gedanken zu machen, wie man zum Beispiel verhindern kann, dass Minderjährige oder Ausländerinnen zur Prostitution gezwungen werden können. Auch in Sachsen ist Prostitution seit 2002 ein legales Geschäft, jedenfalls in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. Doch die Zuhälter sind nicht weniger geworden und mancher Kritiker des liberalen Gesetzes meint, dass es die Zwangsprostitution sogar gefördert habe. In Sachsen wurden nur wenige Fälle bekannt, in denen junge Frauen eingeschleust wurden, um sie in die Prostitution zu zwingen. Seit 2006 nur 136, Tendenz sinkend. Kaum zu glauben, meint Eva Jenigen. Wir erwarten von der Regierung, dass sie das Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution endlich ernst nimmt. Es ist bundesweit ein Thema, bundesweit steigen die Fallzahlen und das wird auch in Sachsen so sein. Allerdings können Frauen, die Kontakt zu Prostituierten haben, das nicht bestätigen. Dass wir jetzt einen großen Boom hier in Dresden haben mit rumänischen, bulgarischen Frauen, das können wir nicht bestätigen. Sibylle Homt macht etwas, was es nach Ansicht der Grünen viel zu wenig gibt in Sachsen. Sie kümmert sich in der AIDS-Beratungsstelle nicht nur um Fragen der Gesundheit von Prostituierten. Wenn Frauen andere Belange noch haben, sei es, es gibt Schwierigkeiten mit der Krankenversicherung oder es gibt Schuldenprobleme oder es gibt andere soziale Probleme, dann sind wir auch die Ansprechpartner dafür hier in Dresden. Eigentlich sollten das nicht die Gesundheitsämter machen, sondern eigene vom Land beauftragte Beratungsstellen, finden die Grünen. Uns ist es wichtig, dass die Regierung den Bereich der legalen Prostitution beobachtet und schaut, was muss man in diesem riskanten Geschäft den Beteiligten, den Prostituierten und den Freiern anbieten, um die Risiken zu verringern. Und dazu schlagen wir vor, dass ein runder Tisch eingerichtet wird, an dem alle Behörden mit Beteiligten zusammenkommen. Wie es mit dem Sexgeschäft weitergeht, wird ab Herbst im Bundestag beraten. Spätestens dann wird auch Sachsens Landesregierung zum Thema Prostitution Farbe bekennen müssen. Harmona. Dieser Name aus dem Vogtland ist in der ganzen Welt bekannt und hat vor allem einen hervorragenden Ruf. Doch der Akkordeonhersteller war Anfang des Jahres in finanzielle Schwierigkeiten geraten, da sich die Investitionen in einen neuen Firmensitz als Fehler herausstellten. Das hieß dann Insolvenz. Doch die Suche nach einem neuen Investor blieb bisher erfolglos. In Chemnitz ist deshalb heute über die Zukunft von Harmona verhandelt worden. Die Weltmeister werden auch zukünftig aus Klingenthal kommen, selbst wenn es momentan für Harmona, einen der ältesten Akkordeonhersteller der Welt, nicht gut aussieht. Vor dem Chemnitzer Amtsgericht haben heute Insolvenzverwalter und Gläubiger über die Zukunft des Traditionsunternehmens entschieden. Die Gläubigerversammlung ist sehr vernünftig gelaufen. Die Gläubiger haben sich meiner Meinung angeschlossen, dass der Betrieb der Harmona fortgeführt werden soll, dass die Sanierung der einzige vernünftige Weg ist, hier das Unternehmen zu erhalten und auch für die Gläubiger was Vernünftiges zu erreichen. Über 2 Millionen Euro ist der insolvente Betrieb seinen Gläubigern schuldig. Neben der Sparkasse sind es vor allem kleine Handwerker aus dem Vogtland, die auf ihr Geld warten. Wir sind schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis, schon deswegen, weil erstmal die Maßnahmen, die wir im Gläubigerausschuss besprochen hatten, zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wenn die Harmona eben weiterhin bestehen bleibt und nicht sofort in Insolvenz geht, erhalten wir uns eben die Chance, dass unsere Forderungen wenigstens mit einer gewissen Quote beglichen werden. Spätestens nächste Woche sollen bei Harmona die ersten Kündigungen ausgesprochen werden. Wie viele Mitarbeiter gehen müssen, ist noch unklar. Zudem werden die Preise angepasst. Rabatte und Provisionen wird es zukünftig nicht mehr geben. Die Produktpalette wird insgesamt kleiner. Wir haben eine über 160-jährige Akkordeonbautradition, die wir auch weiter behalten wollen. Und wir müssen jetzt gucken, auch als Stadt, als Stadtrat, dort, wie wir vielleicht, wenn das weitergeht, dort die Harmona unterstützen können. Aber ich denke, das ist auch eine Aufgabe vom Land und eventuell auch vom Bund, weil die Harmona, die Akkordeonproduktion, ist eigentlich Alleinstellungsmerkmal. In Sachsen gibt es nichts anderes. Die Gespräche mit zukünftigen Investoren können nach der heutigen Entscheidung wieder aufgenommen werden. Und wenn alles klappt wie geplant, dann könnte die Harmona bereits in einem Jahr wieder fit sein. Der Gedanke, eine Mülldeponie vor der eigenen Haustür zu haben, vor allem eine, auf der aller Wahrscheinlichkeit nach Giftmüll lagert,
hat wenig Schönes. Das betrifft auch die Deponie in Lenkersdorf, einem Ortsteil von Zwönitz. Dort verrottet Müll aus Zeiten der DDR. Viele Jahre lang hat es zwischen einer Bürgerinitiative und dem Erzgebirgskreis Streit gegeben um die Sanierung. Und so dürfte der heutige Termin der wohl angenehmste gewesen sein, den es auf einer solchen Deponie geben kann. Die Lenkersdorfer können endlich aufatmen. Ihre Mülldeponie ist so gut wie fertig saniert. Abfälle aus DDR-Zeiten liegen nun verschlossen unter der Erde. Ein langer Kampf der Bürger hat damit sein Ende gefunden. Es ist ein großartiger Tag, auf den wir so lange hingearbeitet haben. Fast 8 Jahre lang. Viel Kampf, viel Steine, viel Behördenkram musste aus dem Weg geräumt werden, um das zu erreichen, um diese Giftmüllhalde endlich dorthin zu bringen, wo sie hingehört. Unter Dach und Fach. Schon zur Wendezeit waren die Anwohner davon überzeugt, dass die Deponie löchrig ist wie ein Schweizer Käse. Batterien und Lacke sollen damals hier illegal abgekippt worden sein. Aus Angst vor Umweltschäden forderten die Lenkersdorfer seit 2008 eine Sanierung der Altlastendeponie. Doch es rührte sich viele Jahre lang nichts. Erst politischer Druck der Opposition brachte den Stein ins Rollen. Der Landkreis hat es ein bisschen verschlafen mit seiner Sanierungsverpflichtung. In der Zwischenzeit sind die Fördermittel der Europäischen Union natürlich ausgelaufen. Keiner hat sie abgerufen. Und dann haben wir eigentlich dort reingestochen und Gott sei Dank kurz vor Ende der Förderperiode das Geld also jetzt noch abrufen können. Stolze 4,5 Millionen Euro hat das Projekt verschlungen. Die aufwendigen Arbeiten wurden penibel ausgeführt. Im Landratsamt klopft man sich dafür auf die Schultern. Keine Rede davon, dass die Anwohner jahrelang hingehalten wurden. Lang gedauert haben die ganzen Vorbetrachtungen, immer sich geeinigt hat, wie man es macht und wer es macht und zu welchen Bedingungen es gemacht wird. Aber letzten Endes ist das Sprichwort hier einschlägig, was lange währt, wird gut. Dieses Kapitel Altlasten ist jetzt geschlossen. An anderer Stelle gibt es für den Erzgebirgskreis aber noch viel zu tun. Erst die Hälfte der knapp 80 Deponien ist saniert. Es ist ja nicht zu übersehen und man fragt sich tatsächlich, ob es immer so extremes Elbe-Niedrigwasser in Dresden um diese Zeit gab. Die Antwort lautet nein. Es ist ein alarmierend niedriger Pegel. Seit Wochen ein großes Problem für die Tourismusbranche, denn die Dampf- und Kreuzfahrtschiffe können größtenteils nicht mehr fahren, auch wenn vorsorglich viele von unnötigem Ballast befreit wurden. Für Lutz Wagner und seinen Partner Jens-Erik Bayer sind es keine leichten Tage. Das gemeinsam betriebene Schiff kann bei dem Elbpegel nicht fahren und so spült das Niedrigwasser weniger Gäste in das Hotel und Restaurant Elbklause. So wenig hat man noch nie, das ist besorgniserregend. Und wir sind dabei, Führungen, Kremserfahrten, andere Aktivitäten anzubieten, die teilweise auch genutzt werden, teilweise aber auch dazu führen, dass es storniert wird. Und wir sind dabei, am Fahrgastschiff einige Veränderungen zu machen, dass wir den Tiefgang von 1,10 Meter etwas flacher gestalten können. Jeden Tag stornieren Gäste und fragen nach Alternativen, wenn die Schiffsfahrt ausfallen muss. Und dies ist seit 2 Wochen der Fall und keine Besserung in Sicht. Auch in Dresden bei der sächsischen Dampfschifffahrt sorgt man sich. Sogar von einem historischen Pegeltiefstand kann man sprechen. Wir sind schon sehr angespannt aufgrund der Lage, dass wir jeden Tag entscheiden müssen. Und wir haben so ein extremes Niedrigwasser, haben die Experten gesagt, vor 50 Jahren das letzte Mal oder 51 Jahren das letzte Mal gehabt. Gab es ja schon einige Bilder, wo unsere Schiffe auf Rädern karikatiert wurden. Von dem her ist es schon eine extreme Lage für uns, klar. 18% weniger Gäste an Bord, das bringt finanzielle Einbußen mit sich. Der Krisenstab entscheidet jeden Tag neu, ob ein Dampfer auslaufen kann oder nicht. Doch es gibt auch sie, die heimlichen Gewinner des Niedrigwassers, wenn die Schiffe plötzlich liegen bleiben. Auf der anderen Seite haben einige Gastronomiebetriebe auch einen kleinen Vorteil, denn die Flusskreuzschiffe können nicht weiterfahren, die liegen jetzt hier tagelang. Und die Gäste werden dann also mit Bussen von einem Ort zum anderen gefahren. Und die Beköstigung findet eben auch nicht auf den Schiffen statt, sondern eben in den Orten, wo die Schiffe liegen. Also da haben einige Gastronomiebetriebe einen Vorteil. Wie lange das Niedrigwasser noch anhält, kann keiner sagen. Die nötige Menge Regen ist jedenfalls nicht in Sicht. Wenn er heute im Kreis seiner Familie, also Frau Renate, Kinder, 7 Enkel und Urenkel, seinen 80. Geburtstag so ganz entspannt in der sächsischen Schweiz feiert, dann kann Peter Schreier auf sein Leben wirklich mit Stolz zurückschauen. Er, der Weltstar, einer der meistgefeierten Musiker des 20. Jahrhunderts, ist bei guter Laune und vor allem auch Gesundheit. Und so sagen auch wir herzlichen Glückwunsch und freuen uns, dass er so kurz vor seinem Geburtstagstrubel Zeit für uns gefunden hat.
Hier begann die Weltkarriere von Peter Schreier in der Kreuzkirche in Dresden. Als Kruzianer erlebte Schreier 1945 den Wiederaufbau der Kirche, der Start ins Sängerleben inmitten von Trümmern, damals schon als berühmter Knabenalt. Es gab noch keinen Schulunterricht. Wir hatten lediglich Chorproben und dadurch auch Zeit, hier reinzufahren. Und den Schutt selbst mit den Handkammen rauszufahren. Draußen wurden sie dann auf eine Lore gekippt und enttrümmert. Und dann wesentlich später ist sie dann erst eingeweiht worden. Aber wir haben erstmal den Grundstock gelegt und waren damit natürlich schon erstmal ganz mit der Kreuzkirche wieder verbunden. Mit dem Tamino in der Zauberflöte begann 1967 in Salzburg die Weltkarriere des Peter Schreier. Die Wunderstimme des 20. Jahrhunderts, einer der Exportschlager der DDR, begeisterte in allen bedeutenden Opernhäusern und auf allen Konzertbühnen der Welt in über 60 Rollen. Legendär sein Evangelist in Bachs Oratorien. Gab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging. Einer, der so viel über Gott gesungen hat, glaubt er an ihn und an ein Leben nach dem Tod. Wenn man so erzogen ist, das ist ja auch schon mal eine Voraussetzung. Ich komme aus einem Kantorenhaushalt und dann bin ich in den Kreuzzug gekommen. Dann gehört Musik und Glaube dazu. Und es fällt einem ja auch nicht schwer, daran zu glauben, an Gott zu glauben. Und wenn man sich mit Schütz und mit Bach intensiv beschäftigt hat, dann sind das ja eigentlich schon die großen Götter für uns, an denen wir uns orientieren können. Und seine Zweige rollen. Auch in der gefeierten Interpretation Schreiers Winterreise ging es um den Tod. Als er 2005 seine Sängerkarriere beendete, ahnte Peter Schreier nicht, dass er 2013 den Gevatter gerade so von der Schippe springen wird. Nach Schlaganfällen und 6 Tagen Koma, auch hier heilte die Musik. Man braucht die Musik, um sich auch körperlich wieder aufzubauen. Das gibt ein ganz anderes Gefühl und man kommt schneller wieder in Gang und überwindet all diese Dinge, die man mit Krankheit über sich ergehen lassen muss. Also da ist Musik für mich die beste Medizin. Er habe alles gelebt, meint der Jubilar. Nur noch einmal dirigieren will er am 20. September in der Kreuzkirche, hier, wo einst alles begann. Das ist echt ein schöner Wunsch, auf den sich viele freuen werden. Und ich finde, er sieht echt toll aus. Also Glückwunsch nochmal. Wir schauen jetzt aufs Wetter mit Maira Rothe. Und danach erfahren Sie bei MDR aktuell, wie die Bundesregierung künftig korrupten Medizinern das Handwerk legen will. Wir wünschen Ihnen einen gemütlichen Abend und bis morgen. Tschüss.